Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Legend of Zelda A Link to the Past. Wir gehen auch direkt weiter. Wir wollen nämlich den Dorfältesten finden. Und wo finden wir ihn? In einer Stadt. So viel steht fest. Und zwar links, wo das Kreuz ist und die Stelle markiert. Da werden wir jetzt einmal hinlatschen. Gucken, ob wir unterwegs noch irgendwas Nützliches, Brauchbares, wie auch immer finden. Und gegen diese Wachen bestehen. Das wäre nämlich auch eine schöne Sache. Du, geh weg! Lass mich in Ruhe! Verlauster. So. Damenschild, Dorf Kakariko. Da wollen wir, glaube ich, auch hin. Ein Hütchen! Komm her, Chicken. Chicken, Chicken. Kann man bestimmt irgendwie einen Dubstep-Sound draus machen. Weg damit. Und wir gehen erstmal hier rein. Und dort haben wir einen Wahrsager. Ich sehe, du hast bestimmt ein interessantes Schicksal. Lass mich in die Zukunft sehen. Ja, mach mal. Es wird auch nicht teuer. Na gut, dann schau mal. Was soll's denn kosten? Bin mir gerade nicht sicher, ob wir das machen sollten. Wir haben nicht so viel Geld. Und? Was sagt er? Ich sehe, du wirst mir 100 Rubine geben oder so. Ich sehe. Du wirst Sahasralaran, den Dorfältesten, finden. Das kostet dich 15 Rubine. Hier noch ein wenig frische Energie. Das ist auch schön. Erst erzählen und danach das Geschäft machen. Eigentlich hätten wir auch abbrechen können, wa? Zack! Busch, busch! Nee, machen wir nicht. Dort wollen wir nicht weiter gucken, denn wir müssen genau hier rein. In Gesucht. Den Führer von Zelda. Schlagen Sie Alarm. Das ist aber nett, eine Namensnennung. So. Du siehst nicht aus wie der Dorfälteste, sondern wie die Dorfälteste. Ach, sieh da, Pepe Jack. Was willst du denn von einer alten Frau wie mir? Müssen wir ein bisschen älter klingen. Wie? Der Dorfälteste? Oh. Es ist so traurig. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Zauberer begann, nach Opfern zu suchen. Was? Das Masterschwert? Hä? An die Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern, aber vor langer, langer Zeit soll das Volk der Hylia in diesem Land gewohnt haben. Die Legende erzählt, die Hylianer versteckten damals hier erstaunliche Schätze. Einer davon soll das Masterschwert sein. Es wurde speziell gefertigt, um gegen böse magische Wesen anzukämpfen. Soweit ich mich erinnern kann, soll es noch heute im tiefsten Innern des Waldes ruhen. Mehr weiß ich nicht. Verstehst du die Legende? Haben wir verstanden. Schwert, Wald, kombiniere... Suche den Dorfältesten. Irgendjemand im Dorf muss doch wissen, wo er ist. Ja, das machen wir mal. Aber vorher gucken wir in deine Krüge. Nichts, nichts, nichts. Alles für die Suppe verbraten. Dort ist auch nichts, aber hier können wir wieder raus. So. Gut. Da haben wir immer noch das X. Aber sie hat ja gesagt, wir sollen mit jemandem in der Stadt sprechen. Das machen wir auch gleich mal. Hallo! Seltsamer Genosse. Ha, Geld! Herzen! Nochmal Herz, nochmal Herz. Geld! Oha, Pepe Jack, dieses Haus war früher das Versteck einer Diebesbande. Der Name des Anführers? Ach ja, blind hieß er und hasste grelles Licht über alles. Okay. Vermutlich, weil er blind hieß.
Jawohl, und hier haben wir ein kleines Kistenspiel. Da wollen wir mal gucken, was wir hier am besten machen. Wie gehen wir die Sache am logischsten an? Probieren wir es mal hier. Back, back. Sind wir dran gekommen. Den haben wir verschoben. Nee. Ja. Den weg. Den weg. Den weg. Den weg. Den weg. Siehst du wohl. Dann kommt ein bisschen Kohle bei zusammen. Alter Schwede, haben wir glatt 80 Rubine bekommen? 80? Ja, müssen 80 gewesen sein. Sehr, sehr schön. Oh, warte mal, da haben wir was vergessen, oder? Haha! Riss in der Wand. Merken wir uns für später. Dazu brauchen wir natürlich noch einen Gegenstand. Mal gucken, woher wir den bekommen. So, ab ins Häuschen. Und, was haben wir hier? Ein Hühnchen. Wir verstecken hier ein Hühnchen. Ist das euer Ernst? Verrückten. Nö, da können wir nichts dran machen, oder? Ne. Du. Alarm, Wache! Hier ist der gesuchte Pipi Jack. Wache, kommt schnell. Alter, so eine Petze. Weg. Ja, Gefahr gebannt. Würde ich mal so sagen. Gehen wir mal direkt hier runter. Oh, sieh mal. Ist hier runtergegangen zum Putzen. Pipi Jack, ich habe gehört, du sollst die Prinzessin entführt haben. Aber ich kann es einfach nicht glauben. Ich auch nicht. Ich meine, haben wir ja. Aber ich glaube in bessere Gefilde. Alter, warum versteckt ihr alle Hühner in Krügen? Das ist nicht gerade eine, ja, ordnungsgemäße Aufzucht. Was haben wir denn hier? Zack. Wenn ich mich recht erinnere, muss man ein bisschen auch so ein bisschen aufpassen. Kann immer mal sein, dass da eine Bombe drunter ist. Und keine, die wir einsammeln wollen, sondern eine Bombe, die uns Schaden zufügt. Oh, oh, Biene! Weg! Na, was haben wir da? Oh, wir könnten uns Bomben kaufen. Ja, sollten wir vielleicht machen. Aber merken wir uns auch. Na, Kollege? Hallihallo, Pipi Jack, der Dorfälteste. Ich darf es zwar niemandem verraten, sag es keinem Bösen weiter, aber er versteckt sich im Palais, nahe des Ostpalastes. Ich zeichne es dir auf deiner Karte ein. Also hier bist du jetzt. So, hier bin ich. Da hinten ist das Palais. Sehr schön. Dankeschön, Schnitz. Kollege. Ha, der Muffe. Richtig Muffe vor mir. So, gehen wir mal hier rein. Oh, den wecken wir nicht. Pow. Dass er davon nicht wach geworden ist. Sprechen wir mal an. Keuch, Hust, mein Freund. Hast du keine Flasche, um ein Insekt aufzubewahren? Nö, derzeit nicht. Aber dafür sorgen wir. Dup-di-dup-di-du. Gehen wir mal in die Bar. So. Mein Sohn hat es sehr gerne Flöte gespielt. Er hat sehr gerne Flöte gespielt, doch das ist lange her. Er zog aus, die goldene Macht zu suchen und kam nie mehr zurück.
Wer weiß schon, wo er ist und was er macht. Der war nicht lange wach, ne? Oh, hier. Der weiß bestimmt was. Hübsche. Ja, die habe ich gesehen. Sehr hübsch. Die Frau wohnt am Wasserfall der Wünsche. Da bei den Hügeln. Und der Flussquellen. Die musst du dir angucken. Die wirst du mögen. Okay. Das werden wir untersuchen. Nicht, dass er sich jetzt noch schön getrunken hat. Wäre durchaus denkbar. So, gehen wir mal von hinten rein, wa? Da kommen wir nicht durch. Oh, ne, da haben wir noch ein Häuschen. Da mal rein. Oh, Kollege. Grüß dich, Pippi Jack. Ist nicht leicht, hier reinzukommen. So sei willkommen. Endlich habe ich jemanden, der mir zuhört. Ich kenne eine interessante Geschichte. Och, die wollen wir gar nicht wissen. Bei der Flussquelle gibt es einen See, in dem jede Menge Zoras leben. Schwer zu finden. Aber der Schatz der Zoras soll wirklich, das müsste man sich mal ansehen, nicht? Soll wirklich? Interessant sein? Bescheuert sein? So, links haben wir den Jungen mit dem Kescher. Du geh weg. Ich trau dir nicht. Tiger sah schon so auf und ab. Was haben wir hier? Ein Herzchen. Brauchen wir derzeit auch nicht wirklich. Und? Alarm, Wache! Hier ist der gesuchte Pepe Jack. Wache, kommt schnell! Ich wusste es. Zack! Entledigt. So, hier nochmal weiter gucken. Das sieht auch ein bisschen verdächtig hier aus. Was haben wir denn hier? Gesucht! Der Entführer von Zelda. Schlagen Sie Alarm. Das wissen wir bereits. Und was ist hier? Ein Hütchen. Oh, und noch eine Wache. Hier, bewerf dich mit Büschen. Oh, Huhn getroffen. Ärgerlich. Armes Huhn. Entschuldige. Genauso sieht das hier verdächtig aus, als wenn man da was machen könnte. Da gehen wir mal rein. Oh, ein Schmied. Erst wenn mein Kollege wieder auftaucht, können wir dein Schwert härten. Tut mir leid. Okay, der wird unser Schwert später härten. Müssen wir also seinen Kollegen für finden. Machen wir doch. So, nun gehen wir aber erstmal die Sachen an, die ich vorhin genannt habe. Und zwar, wir gehen einmal von oben, also durch den Hintereingang in die Bar. Dort haben wir ein Hühnchen. Warum auch immer das wieder in der Bar versteckt ist. Einmal nichts. Und ein Glas, eine magische Flasche. Darin kannst du Verschiedenes aufbewahren für später. Sehr schön. Haben wir unsere erste Flasche. Ich weiß auch, wo wir unsere zweite herbekommen. Nämlich von dem Kollegen hier. Flaschen, schöne Flaschen. Haben der Herr schon eine meiner Flaschen? Haben der Herr schon eine meiner Flaschen? Nein, so treten Sie näher. Mein Angebot wird Ihnen sicher gefallen. Hier hätte ich ein ganz besonderes, schönes Exemplar. Nur 100 Rubine. Was sagen Sie? Ich nehme sie. Ich danke für Ihren Einkauf. Halten Sie sie ruhig hoch. Beehren Sie mich bald wieder. Eine magische Flasche. Darin kannst du Verschiedenes aufbewahren für später. Halten Sie sie doch ruhig hoch. Also der kennt unsere Gestiken. Der ist unheimlich. So, ich glaube, war das hier? Hier war doch der Einkaufsladen, oder? Nö. Falsch. Der war unten. Da in dem Toilettenhäuschen. Ja, renn doch. So, nimm dir, was du willst. Die Preise stehen dran. Jawohl. Bomben. Dankeschön. Tschüss. Hauen sie rein.
Bomben haben wir jetzt auch. So, jetzt gehen wir zu dem Kescherjungen und zeigen ihm, dass wir Flaschen haben. Oh, da wird er glatt wach. Tut mir leid, aber ich kann nicht aus dem Haus, weil ich krank bin. Von der Kälte des Bösen, die aus den Bergen kommt, bin ich wohl krank geworden. Hier, mein Schmetterlingsnetz. Ich kann es im Moment sowieso nicht gebrauchen. Jawohl! Das Schmetterlingsnetz hast du dir geliehen. Damit lässt sich so manches einfangen. Wäre durchaus denkbar für ein Schmetterlingsnetz. So, Ohmchen. Ja, renn doch! Sehr schnell zum Verpieseln. So, Ohmchen. Jetzt reißen wir deine Bude ab. Puff. Weg, der Hühnchen! Troll. Und was haben wir da? Eine Kiste. Mit 10 Pfeilen. Wir haben Pfeile, aber keinen Bogen. Kommt noch. Das kommt noch. So, als nächstes haben wir uns gemerkt. Haha. Warte mal. Ich glaube, das kann man auch aufsprengen. Jawohl. Und hier haben wir Ratten. Weg. Alter. Hier haben wir da Kohle dabei. Eine Bombe. Rubin, noch eine Bombe. Pfeile, noch eine Bombe. Okay, hier können wir, so wie es aussieht, immer wieder unsere Bomben auffüllen. Und unsere Pfeile, das ist natürlich nicht schlecht. Schnitz, schnitz. So, weiter. Naja, geh du wieder petzen, du. Jetzt gehen wir nochmal nach oben. Denn hier war ja auch noch was. Hallo, ich mach mal ein Loch im Keller. Puff. Und da haben wir irgendwas. Geld, Geld, Geld. Noch mehr Geld und noch mehr Geld und noch mehr Geld. Und ein Herzteil. Unser erstes Herzteil haben wir gefunden. Sehr schön. Darauf lässt sich aufbauen. Und zwar genau 3-mal. Gut. So. Jetzt müssen wir da hinten hin. Sollte mit Bomben doch kein Problem sein. So. Gehen wir mal hier unten lang. War hier noch irgendwas, was man in die Luft jagen muss? Ich glaube gerade nicht, ne? Wir haben nichts vergessen, ne. So. Da haben wir eine Bücherei. Würde ich jetzt mal von schließen. Eine Bücherei. Mit einigen Büchern, aber nur ein grünes Buch. Und das werden wir später benötigen. Ja, spring doch einfach. Oh, da können wir auch rein. Machen wir doch glatt. Oh, hallo. Ich hatte mit meinem Bruder einen Riesenstreit. Deshalb habe ich seine Tür zugemauert. Ja, okay. Na, was sagst du jetzt? Na gut, die Tür ist wieder offen. Da werde ich mich mit meinem Bruder vertragen. Ja, das ist doch schön. Streit geschlichtet. Was sagst du? Und Pipi Jack, was sagt mein großer Bruder? Ist er noch sauer auf mich? Glaub nicht. Bei ihm habe ich eine Wand eingerissen. So, wenn es dir gelingt, das Ziel in 15 Sekunden zu erreichen, winkt dir ein toller Preis. Achtung, fertig, los. Machen wir. So, dadurch. Da. Hier runter. Tada! Bei diesem Versuch betrug deine Zeit 0 Minuten und 10 Sekunden. Super, Glückwunsch. Du hast dich qualifiziert. Hier dein Preis, ein Herzteil. Sehr schön, da haben wir Nummer 2.
Schnell gemacht, schnell geschafft. Schild können wir auch noch wegwerfen. Brauchen wir nicht. Ist doch schön, wenn alles so reibungslos klappt. Allerdings habe ich mir den Weg auch von früher soweit gemerkt. Gehen wir hier nochmal lang. Da ist noch ein Häuschen. Ist dahinter noch eins? Oh, eine Fee. Können wir gebrauchen. Ab in eine Flasche. Zack, eingetütet. Uah, Biene! Verschwinde! Und was haben wir hier? Hütchenspiele. Kleines Spielchen gefällig, 20 Rubine. Du kannst eine Truhe öffnen. Versuch's mal. Ja, ich versuch mein Glück. Nur zu, öffne die Truhe deiner Wahl. Nimm mir links. Ein Rubin, toll. Das war nicht gerade so super. Probieren wir noch einmal. Kleines Spielchen gefällig, bla bla bla. Nimm mir links. Ah! 40 Rubine weggeschmissen. Oder 38 besser gesagt. So. Ich versuche mein Glück. Ja, nimm mir rechts. Oh, 50 Rubine. Sehr schön. Gehen wir nochmal rein. Ob das wieder klappt? Nochmal rechts. Wieder 50 Rubine. Auch sehr schön. Was wohl passiert, wenn wir wieder rechts öffnen? 50 Rubine. Also irgendwie schlau verstecken tut er die Sachen nicht. Machen wir nochmal. Probieren wir doch glatt nochmal rechts. Und wieder 50 Rubine. Alter Schwede. Ja, hier kann man Kohle machen, ne? Nochmal wieder rein. So, ja, ich versuche mein Glück. Probieren wir mal die Mitte. 20 Rubine. Naja, haben wir den Preis wieder raus. Also 21 oder 50 Rubine, so wie es aussieht. Jetzt haben wir alle Kisten einmal aufgehabt. Das war mir zu wenig. Oh, nochmal 20. Oh. Der hat doch unterschiedliche Preise, aber ist egal. Wir haben auf jeden Fall einiges an Rubinen gewonnen. Ist auch in Ordnung so. So, dann gehen wir uns mal weiter umgucken. Da unten ist die liebe, nette Wache. Bleib da. Geh weg. Geh weg. So, mal eben kurz auf die Karte gucken. Da hinten müssen wir hin. Nach rechts gehen wir lang. Machen wir glatt. So. Einfach mal hier vorbeiwurschteln. Tschüss. Bis dann. Nach oben. Gehen wir wieder nach rechts. Hallo Leute. Bin ziemlich uninteressant für die, so wie es aussieht. Oh, der findet mich toll. Ich wusste es. Hab doch keine Zeit zum Spielen. Geh weg. Man muss ja nicht immer gegen alles kämpfen, was hier rumkreucht und fleucht. Tja, ich habe ein Schild. Ist zwar winzig, aber es bringt was. So, wieder nach rechts. Jo, wir sind auf dem besten Wege. Nach oben. Hier haben wir schon so ein paar Türme, ein paar Säulen, ein paar steinerne Vogelköpfe. Und da wirst du wohl drinnen sein. Ja, hat eine Glatze, hat einen Bart, könnte der Älteste sein. Guten Tag. Richtig, ich bin Saras Ralle, der Dorfälteste und ein Nachkomme der sieben Weisen. Ist das wirklich wahr? So, ich bin überrascht, dass ein junger Mann wie du nach dem Bandschwert des Bösen sucht. Nicht jeder kann diese Waffe benutzen. Die Legende berichtet, dass nur jener Held das Schwert führen kann, der drei mächtige Dämonen besiegt.
und die drei Amulette erringt, ist dir bewusst, was das für dich bedeutet? Bist du bereit dazu? Ja. Gut, dann versuche, das Amulett des Mutes aus dem Palast zu holen. Wenn du es mir bringen kannst, werde ich dir mehr von der Legende erzählen und dich eine magische Kunst lernen. Geh jetzt zum Palast. Machen wir. Aber vorher werfen wir deine Krüge durch die Gegend und jagen die Bude in die Luft. Und schau mal, was hier hinten drin ist. Bomben haben wir nicht gebraucht. Rubine können wir immer gebrauchen. Noch mehr Rubine können wir auch immer gebrauchen. Geld ist Geld, ne? So, stellen wir uns hier mal zu dem Kollegen. Und dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt The Legend of Zelda, A Link to the Past. Ciao!